Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Monster Hunter World. Ja, in der letzten Folge haben wir ja nochmal wieder den Sora Magdaros umgelenkt, um einfach nochmal ein bisschen seine ganzen Materialien zu farmen und zu finden. Und ich guck mal kurz hier rein. Guck mal hier, Düngen kostet jetzt weniger Geld, glaube ich, heißt das oder so. Ich bin mir nicht sicher, es stand mal in den Kommentaren. Ernten könnten wir aber. Nullbeeren, Blitzkäfer, nehmen wir mit, danke, tschüss. So, ansonsten, ich hätte auch immer noch gerne mal den Schiffsfahrer, aber irgendwie taucht er nicht mehr auf. Ja, der ist untergegangen. Schade. Naja, macht nichts. Müssen wir unsere Materialien halt wieder selber suchen. Toll. Ja, heute kümmern wir uns ein bisschen darum, die Ratian-Spuren zu finden. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen von, ne, Christian, ihr wisst ja, wie es läuft. Immer noch vielen, vielen Dank dafür, dass du immer alles schreibst. Du bist mir so eine große Hilfe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und da habe ich gehört, dass ich diese Stufe, also diese High-Quests machen muss. Also die Stufe 6, also mit 6 Sternen und sowas, die muss ich machen. Um. Hier, sowas da, das da muss ich machen. Und da kriege ich dann auch noch als Belohnung Zeug. Erjage ein Poké, erjage ein Radobahn. Wenn ich nochmal irgendwas. War doch mal. Wir hatten doch noch. Wollten wir das denn? War das eine Untersuchung? Nee. Nee. Die Erprobung. Ich weiß gar nicht, wer ist das? Die Zeit ist gekommen. Ich weiß gar nicht, wer ist denn das? Herr Jager, ein Anjanjat. Anjanjat. Wo war denn das? Bin ich jetzt doof? Schamos? Nee. Lass wackeln. Liefer 10 Wackelwürmer. Ich habe keine Ahnung. Herr Jager 3 Zitzatzix. Wo war denn das? Wir mussten doch... Haben wir das gemacht? Nein, haben wir doch gar nicht gemacht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, da wir ja irgendwo 20 dieser kleinen Leute töten sollten. Diese kleinen Leute klingen komisch. Diese Wasserviecher, wo waren das? Irgendwie finde ich es nicht mehr. Müssen wir uns ja wohl wirklich jetzt wieder einen Radobahn stellen, wa? Sollen wir uns einen Radobahn stellen oder den Bouquet? Weil von Abschluss dieser, ne? Finden, da kriegen wir ein Wohl, ne? Machen wir hier einfach das hier. Dann finden wir nämlich die Fragezeichen-Spuren. Und dann kämpfen wir uns da heute komplett durch. Okay. Ja, komm, Gutschein ist immer gut. Haben wir ja sowieso dabei. Dann gibt es 14.200 Geld. Vorher essen wir natürlich noch was. So ein Bouquet kriegen wir schnell erjagt. Ich frage mich jetzt aber gerade wirklich, wo die sind. War das nur so ein Tagesquest? Nee, da waren doch keine Tagesquests, oder? Hat irgendjemand heimlich weitergespielt bei mir? Kann das sein? Nein, kann nicht sein, aber... So, wir machen wieder Chefkochrezept, weil einfach immer noch das Beste ist. Wir sind ja auch selbst Chef, deswegen ist Chefkochrezept einfach das Beste. Außerdem kriegen wir dafür das meiste halt, weil wir auch dafür die meisten Zutaten haben. Und ich hoffe, die Kantine ändert sich nochmal und wird größer. Ich will einfach nur eine andere Animation sehen. Das wäre so super. Wer hat eigentlich die Katzen eingesprochen? Die ganze Zeit das... Wer hat denn das eingesprochen? War bestimmt der Praktikant oder so. Gott, da will ich Praktikant sein, wenn ich diese Katzen einsprechen darf. Was macht er da? Die alte Blasekatze. Halt. Wir nehmen natürlich wieder Blitzkapseln mit. Die ich viel zu wenig mitnehme. Blitzkapseln. 3 Stück geht leider nur. Macht nichts. So, ansonsten. Das kann erstmal wieder wegkommen. Ciao. Das war schlecht. Gebe ich zu. Feuerkraut, ciao. Normales Kraut eigentlich auch, ciao. Nitropilz, ciao. Haben wir nicht jemand schon mal das Fernglas benutzt? Reizpilz, ciao.
Blaupilz, ciao. Noch so ein Pilz, ciao. Was ich sagen wollte, wir brauchen Gegengift. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Einfach nur, weil, naja, sonst haben wir nachher Probleme bei Bouquet. Bereit zum Aufbruch. Ja, ich glaube schon. Du kannst deine Waffe verbessern, indem du die erhaltenen Materialien in der Schmiede benutzt. Oh mein Gott. Himmlischer Klingentanz. Ja, den machen wir immer. Das ist echt himmlisch. Ein weiblicher Würen. Blitzfliegen. Geil. Paliko. Trägerameisen kennen wir auch schon. Geschleudert habe ich mir auch schon. Was? So. Der Mernos hat dich auf halbem Wege fallen gelassen. Ist aber nicht so schlimm. Wir können hier weitermachen. Ich wollte schon sagen, hier bin ich aber nicht angefangen, oder? Was ist das für eine blöde Sau? Wieso auf halbem Weg? Also bitte, da vorne ist das Lager, du Wurst. Auf halbem Weg, ey. Ich gebe dir auch gerne mal auf halbem Weg. Auf halbem Weg. Ich das schon höre. Okay. Ratian Fragezeichen Spuren. Auf halbem Weg, ey. Der kriegt das. Alter. Ich habe mich schon gefragt, warum wir hier starten. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ja, da oben ist das Gebiet der, ne? Der Schrumpfnase des Pukais. Nein, Ausdauerinsektenlarve brauche ich nicht. Ich hoffe, ich gehe richtig. So wie ich mich kenne, ne? Warum lässt er uns auch auf halbem Weg fallen? Fliegt aber im Endeffekt eigentlich zu weit. Der hat uns ja gar nicht auf halbem Weg fallen gelassen. Sondern der ist zu weit geflogen. Was ist das denn für ein Kevin, ey? Es tut mir leid an alle Kevins. Muss schwer sein, die heutige Zeit. Oh, ich habe noch keine Blitzkapseln ausgerüstet. Ja, ja, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich habe nur Blitzkapseln ausgerüstet. Chillt mal eure Nuggets. Ist das dunkel? Nimm ihn mit. Wer will denn jetzt hier kämpfen? Nimm ihn mit. Durchwurdeln. Also noch mehr Pukai-Pukai-Fußspuren. Nehme ich mit. Weiß ich gar nicht. Oh, haben wir sogar Feldforschung für. Das ist gut. Feldforschung ist immer gut. So, rein theoretisch haben wir ihn wohl. Das ist gut. Da ist er. Oh, der ist süß. Komm, wir schlitzen ihn natürlich gleich als allererstes auf, ne? Wir zerschnetzeln ihn erstmal wie ein, was weiß ich was. Hey. Oh ja, seinen Schwanz abschneiden, das wäre super. Ich muss mich gerade erstmal ganz kurz dran gewöhnen. Wieder seinen Schwanz abschneiden wäre eigentlich ganz super. Da wäre ich eigentlich ein Fan von. Schreit er uns an. Ach ja, immer der Pukai-Pukai hier. Aua. Mann, hat er das dunkel gemacht. Machen wir wieder Licht an. Ist mal ernsthaft, das ist hier mega dunkel gerade. Schrei mich nicht an, ich bin eine empfindliche Seele. Hui, das war knapp. Das war schlecht. Stützen ihn auf.
Bin noch nicht so geübt mit den Witzkäfern, ist mir mal aufgefallen. Ja, das war mal dein Schwanz, Bro. Genau den wollte ich, Alter. Jetzt haben wir wieder einen Puké-Puké-Schwanz. Geil, es geht bergauf. Schwänze von einem Puké-Puké haben sind immer gut. Er ist ein ziemlich angenehmer Gegner, muss ich sagen. Wenn er jetzt mal runterkommen würde. Okay, soll ich so lange deinen Schwanz anfassen? Ist das dein Wunsch? Alles klar, ich fasse deinen Schwanz an. Wenn er schon weg ist, dann können wir auch an seinem Schwanz da. So, sehr schön. Den Schwanz haben wir dabei. Ich muss auch für dieses Wort zu sagen. Ist ja furchtbar. Muss ich nachher noch überpiepsen. So. Aber jetzt schleifen wir unser Ding. Muss ich eigentlich immer alles zweideutig anhören? Ist das so? Ist jetzt so in meinem Leben. Wollte ich aufschlitzen. War aber zu dumm. Vielleicht finden wir ja trotzdem noch ein paar Fragezeichen. Ratian-Spuren. Na klar, nehmen wir mit. Hier, wir sind fast Stufe ab bei Puké-Puké-Ding. Alte Giftschleim, ey. So. So. Da vorne ist er. Ich hab's geschafft, ne? Möchte ich nochmal andeuten. Immer schön eigentlich auf den Kopf. Die kleinen Stricher müssen da ja nur nicht wirklich mit zwischenlaufen, aber naja, vielleicht wollen sie es ja. Auf da rum zu lecken, du Arsch. Ekelhaft. Naja, solange nicht wieder hier furzt oder so. Ist der Jagra unser Freund da? Oder warum? Hä, ist der Jagra unser Freund? Jetzt mal ohne Scheiß. Ist der Jagra da unser Freund? Weil er damit angezeigt wurde. Ist er nicht unser Homie? Hey, lass das. Ich habe gerade gesagt, dass der Jagra nicht unser Homie ist, okay? Geht gleich weiter. Der ist doch jetzt... Ist er unser Freund? Guck mal, der wird uns angezeigt. Ist das... Ist das... Hä? Ist das einer von uns jetzt? Warum können wir das? Toll. Ich bin ein Gewinner. Ich bin ein Gewinner. Hey, großer Jagra, ne? Kumpel. Kumpel Blase da. Danke. So, der andere haut ab. Gut, dann hauen wir auch ab. Hey, Jagra, ich sag's dir. Ich sag's dir jetzt im Guten da. Noch einmal so ein Angriff und du hast ein Problem. Ja, wir sind nämlich richtig gefährliche Leute. Ich sammle Kraut auf, während ich rutsche. Das machen nur gefährliche Leute. Aber wir können ihn nochmal schleifen, wa? Können sie mal ein bisschen schleifen lassen. Da vorne ist er schon, oder? Ja. Da vorne steht er. Versteckt sich. Ach ja, so ein Prinzessin ist. Wird das von irgendwas angegriffen? Nö.
draufhauen. Immer ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Und die anderen auch. Alle mit Töten hier. Wenn ihr schon dazwischen lauft, dann müsst ihr auch dadurch. Okay, das geht. Keine Ahnung. Schlag schon die ganze Zeit mit aller Macht zu. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Was verprügel ich denn hier so hart? Das ist gut. Und keine Rotkerne. Wo ist denn der jetzt? So, ich habe gelernt, wenn er den Totenkopf hat, dann können wir ihn einfangen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man sowas einfängt, ehrlich gesagt. Da bin ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan. Wir haben ein paar Ratian-Dinger gefunden, aber ja, mehr auch nicht. Ratian-Fußspuren zufällig noch hier irgendwo? Wurde ja vorhin angezeigt. Sieht nicht danach aus, oder? Verwester Kadaver. Wo denn? Alte Fußspuren. Ah, ich finde hier nichts. Ich finde hier nichts. Hey, alte Ratian-Spuren. Nehmen wir mal ganz kurz mit, ne? Ja gut, die Jagras brauche ich jetzt nicht wirklich unbedingt looten. Was bist du denn, Kleiner? Du bist ein Pflanzenfresser, Mann. Benimm dich auch wie einer. Oder es war der Jagra, der uns anvisiert hat, keine Ahnung. Soll ich mal nicht den Dicken markieren. So, wir markieren aber den Dicken und greifen weiter den Bouquet an. Aber nicht, indem wir da hochgehen. Indem wir hier irgendwie so langlaufen oder so, keine Ahnung. Sieht auch nicht gerade sehr richtig aus. Ja, ich habe wir sind schon wieder in den Hurenwald hier, wo ich überhaupt gar keine Orientierung habe. Ich könnte den Spähkäfern folgen, aber das ist auch immer so, boah. Große Jagra-Spur, nö. Okay, okay, alte Federn, ja, von mir aus. Was? Ah, bestimmt die Jagras. Bestimmt die Viagra-Jagras. So, Bouquet, Bouquet, warte, ich bin da. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ich hatte noch Dinge zu erledigen. Wichtige Dinge. Wo bist denn du? Ah, ich glaube, der pennt da oben, oder? Ja, ich glaube, der macht da sonst was oben, der kleine Schlingel. So, darf ich mal ganz kurz hier hoch? Oh ja, der macht sich hier... Der macht sich hier einen schönen, weißt du? Der macht sich hier so einen richtig schön. Und schon wieder ein Teil gebrochen, das ist gut. Und jetzt ist er tot. Sehr schön. Oh, wir haben auch noch einen Vogelwürer erjagt. Stimmt, der ist ein Vogel. Voll der Vogel, Alter. Sehr schön haben wir das gemacht. Das Material nehmen wir mit. Ist eine Schuppe. Schuppe plus sogar. So. Wir haben nochmal seinen Schwanz bekommen. Geil. Nochmal. Wie viele Schwänze hat denn der Puke Puke? Vogelwürren Edelstein. Okay, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Ist das nicht was Seltenes? Klingt selten. Ein wertvoller Edelstein. Das ist doch... Wertvoll ist doch gut. Wertvoll ist immer gut. Über wertvoll freue ich mich aber. Aber, bin runtergepurzelt. Oder war easy, ne? Da liegt immer noch sein Schwanz. Und wir haben drei von ihnen. Wir haben drei Schwänze von ihnen genommen. Aber nicht wirklich viel Ratian-Spuren dazu bekommen. Naja, der nächste ist ja der Radoban jetzt. So, seine Schuppe plus. Sein Toxinbeutel.
Monster-Spitzknochen. Rückenpanzer, Schuppe, Toxinbeutel, Monster-Spitzknochen, 10 Flügel, Rüstungskugel, Monsterknochen L, seinen komischen, mysteriösen Feenstein. Ich weiß nicht. Ja, nehmen wir mit. Wertermittlung. Wertermittlung, Entschuldigung. Anti-Explosion. Dieses Juwel. Ja, Anti-Explosion ist jetzt nicht so spannend, aber naja. Also auf jeden Fall braucht diese Radoan-Ding, ne, echt lange. Schnurrtrupp-Einheit, Schnurrtrupp-Monster, hä? Also jetzt wirklich, das... Der gehörte uns. Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir denn das bitteschön gemacht, dass wir den jetzt da... Naja, gut. Ja, auch keine Fähigkeit, die das kann, oder? Ist ja plötzlich uns gehört. Vielleicht haben wir ihn ja beeindruckt. Vielleicht war er ein bisschen verliebt in uns und dachte sich, oh, das Case. Oh, er kämpft gegen Monster. Ja, irgendwie so hat er sich das bestimmt gedacht. Voll der Psycho, ich habe Angst. Ich möchte da nicht nochmal hin. Voll so ein Stalker-Jagerei. Okay, Partner. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Wir sollten alle Regionen abklappern. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest... Er jage Vogelwürfe dran. Radoban erjagen. Oh, ja, Gutachten. Das ist ja sogar ein schöner Befristeter, den wir machen können. Schön, den können wir sogar machen. Kleine Monsterkröte. Er jage 2 hochrangig große Monster. Ja, wow. Nee, fangen ist immer doof. Töte 20 kleine Monster. Nee. Ach komm, hochrangige. Wir sind da sowieso bei den hochrangigen. So, den hier können wir sogar machen. Da kriegen wir ein Frühlingsticket für. Cool. Na gut, bevor wir das aber machen, weil der Radoban ist... Bist du wieder... Wo ist denn der... Wo ist der Schifffahrer hin? Er steht garantiert in der heutigen Folge, weil ich nehme jetzt ja schon... eigentlich habe ich noch 2 Folgen. Aber heute habe ich meinen freien Tag. Und deswegen kann ich heute wunderbar aufnehmen. Aber es steht bestimmt irgendwo in den Folgen. Mich wundert, dass der Typ jetzt der ist untergegangen oder so. Der ist weggeschippert. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt immer noch darüber rede, dass ich keine Ahnung habe, wo der ist. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wo der ist. Rüstung. Was mache ich? Ich weiß es nicht. Blütenset.